Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir starten direkt heute mal aus der Runde und nicht erst in der Lobby, sondern wir starten direkt aus der Runde rein in eben die erste Runde. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich lande. Ich würde einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, hier Risky oder Wailing landen. Weil ich würde sogar... Naja, wobei ich gehe mal Wailing. Ich glaube, Wailing ist ein bisschen besser. Ich glaube, da wird jetzt, glaube ich, erstmal keiner landen. Hoffe ich einfach mal. Wer weiß. Genau. Genau. Ja, ich spiele wieder Null bauen, weil ich habe, wie gesagt, die Tasten. Das hatte ich aber auch in der ersten Fortnite-Folge erwähnt und, glaube ich, auch in dem Teststream, der ja online ist. Erwähnt, dass ich die Tasten eben fürs Bauen gar nicht aktiviert habe. Die habe ich gar nicht eingestellt. Die sind nämlich gar nicht erst drinne. Und ich muss mal ganz kurz was machen. Deswegen nicht wundern. Ach, das kann ich jetzt gerade gar nicht. Weil ich... Ah, jetzt so. Ich muss nämlich mal hier eben einmal ganz kurz Discord quitten. So. Toll. Ja, toll. Jetzt bin ich hier oben auf dem Baum. Das ist natürlich jetzt... pretty much belastend und gefühlt schon Hälfte an HP verloren, stark. Oh, trifft Schwachstellen in Wailing Woods, das ist sogar noch eine Aufgabe. Wobei ich, glaube ich, sogar for real die wöchentlichen noch mache, einfach für diesen Skin hier. Weil es gibt ja noch ein paar Sachen für den Skin, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Ich glaube, ich mache daher eigentlich nur wöchentliche. Granatwerfer spiele ich nicht, kann ich nicht mit umgehen. Bis ich mit dem mal was treffe, der ist auch Mittwoch. So, wir spielen, ich spiele eher Dynamit. Ich hebe mich mal ganz kurz hoch. Auf schnelle Welle, auf schmackhafte Schelle. Hier ist nochmal eine Kiste. Wobei ich scheiß auf Dynamit, Digga, spiele ich auch nicht eigentlich. Ja, 400er Schwachstellen XP, das nehmen wir gerne mit. Ich schaue jetzt nochmal hier ganz kurz, ob hier noch irgendwo Truhen sind, die ich jetzt nicht geöffnet habe. Hier ist er auf. Ne, ich glaube, ich habe alle aufgemacht. Dann können wir hier hinten nochmal gucken. Einmal kurz über den Stacheldraht gehüpft. Meine Frist, ich kann auch kein Deutsch mehr heute, ne? Ich merke das schon. Ist auch schwierig, langsam mit Deutsch sprechen, ne? Meine Fresse. So. Warte mal, was habe ich denn überhaupt? Habe ich überhaupt noch wöchentlich? Ich glaube nicht, ne? Doch. Habe ich noch, stelle Kondition wieder her, Gegnern Schaden zufügen und Sturmphasen. Ja, gut, das Sturmphasen-Ding, das mache ich ja. Oha, ich muss in die Zone, ne? 400 Meter, jenig 400 Meter. Oha, um nicht gleich Kilometer, wobei Kilometer ist ja 1000 Meter, ne? 1000 Meter ein Kilometer. Ja, 1000 Meter, 1 Kilometer. Ich hab grad gedacht, ich erzähle jetzt irgendeinen Scheiß. Aber nee, ist schon richtig. nee, ist schon richtig. Ich war gerade leicht verwirrt. Ich hab mal das gemerkt. So, geh mal her, den Lachs. Ja, gut. Also, wobei, doch, ist eigentlich sogar besser. Grüne. Wobei, ich habe mir mal echt angeguckt, ne, wie das so ist, ne, von den Trefferpunkten und alles her, ne. Und da ist die Spaß tatsächlich immer noch die krasseste Pumpgun, ne. Das muss man sich mal vorstellen, die Spaß ist immer noch die krasseste. Also jetzt von, ja, Legendär und sowas, ne, ist die immer noch am krassesten. Ich glaube, das ist die drittstärkste Pumpgun überhaupt. Also jetzt gerade aktuell in der neuen, in dieser Season hier. Ah, hier, warte mal, hier kann ich den Konditionsscheiß nochmal eben machen.
Weil ich will nämlich, wie gesagt, ich will nämlich diese Skins. Ich will den Rest von dem Skin hier haben. Mir fehlt da ja noch ein bisschen. Fehlen ja noch ein paar Sachen für den Skin, den ich jetzt hier gerade spiele. Und ja, ich spiele den übrigens in der kompletten Galaxy-Ausführung. Weil die Spitzhacke ist auch tatsächlich komplett Galaxy gemacht. Das ist das Geile an dem Skin. Ihr könnt halt auch entscheiden, ihr könnt halt auch so Länder machen daraus, ne? Das geht auch. Das ist auch recht cool. Zack, bam, bam, barabam. War das gerade ein 151er Headshot, Digga? Jenny, was habe ich mit ihm gemacht? Bitte, war das gerade ein 151er Headshot? For real? Ich weiß nicht, nee, ich bleib bei den Minis. Wobei, warte mal, ich nehme mal lieber die Medkits mit, weil ich glaube, die sind ein bisschen wichtiger. Die sind actually, glaube ich, wichtiger anstatt ja, Minis. Bei Minis findet man dann sicher überall, Schild findest du überall, aber wenn man mal hier irgendwie Green Life braucht und du hast keine Medkits, dann bist du halt schon mal ganz schnell relativ am Arsch. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Übrigens, das hatte ich auch in dem anderen Fortnite-Video schon gesagt, ich komme nicht aus dieser Zeit. Okay, ihr müsst bedenken, ich komme nicht aus dieser Ära, ich komme eher so aus der Ära Chapter 3 bzw. Chapter 2. Also ich komme nicht aus dieser OG-Zeit. Ich bin tatsächlich auch noch nicht so lange am Spiel. Wobei ich spiele jetzt, glaube ich, auch schon 3,5, ja, wobei 2,5 Jahre bestimmt mindestens schon. Also irgendwie so, ich glaube, ich müsste muss mal Dingen fragen, Karim. Ich glaube, der weiß das ein bisschen besser, wann ich spiele. Ich glaube, der hat da so ein bisschen mehr Ahnung, was diese Zeit auch angeht. Weil ich weiß, dass wir auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, zusammen. Also was heißt, ich komme nicht aus dieser Zeit. Also ich habe halt auch immer auf PS4 bei einem Kollegen von mir gezockt. Und das seit Season, ich glaube, 5 oder so. Und seit Season 5 habe ich bei meinem Kollegen auf der Playsee gezockt. Und seitdem halt auch immer, wenn ich da war, ne? Auch miteinander, gegeneinander und so. Aber hauptsächlich halt mehr so in einem 1 gegen 1 oder so. Und weniger in diesem ganzen, ja, ich sag jetzt mal Battle Royale mäßig. So, das war nie wirklich meins. Und dann habe ich ja irgendwann den PC bekommen, 22. Der hat jetzt auch mittlerweile fast seine 3 Jahre. Muss ich mir auch erstmal überlegen, so 3 Jahre habe ich das Ding jetzt schon und der läuft immer noch wie eine 1. Also das ist schon, ich bin schon beeindruckt, was der eigentlich schafft. Ich schätze mal, solange wie diese Season jetzt noch läuft, werden auch noch weiterhin vorne Videos kommen. Ich hoffe natürlich, dass im nächsten Chapter, wenn es noch ein Chapter gibt, ich meine aber ja, ich meine Chapter 5 kommt ja. Und ich hoffe dann, dass ich das dann auch noch schaffe aufzunehmen mit den Einstellungen. Wenn nicht, dann muss ich da halt einfach ab und zu ein bisschen was umstellen für mich, für die Aufnahme dann ist das halt so, dann muss ich halt ein bisschen was umstellen. Aber das ist auch nicht das Ding. Ich mache das ja echt gerne. Und mir macht das Aufnehmen mehr Spaß. So. Deswegen, mir macht das da eigentlich relativ gar nichts aus. Ja. So, 2 Kids haben wir, 21 Leute muss ich noch überleben. Und dann theoretisch den Endkampf gewinnen. Ja. Ist das zwar der. Das wäre halt dann mein zweiter epischer Sieg. Und ein Kronensieg habe ich dann. Also ein Kronensieg und dann halt gleich wieder eine Krone, wenn ich den Sieg hier hole. Was ich ehrlich gesagt bezweifle. Weil ich ja sagen muss, mit der Pistole kann ich sogar gut umgehen, aber so ein Jagdgewehr oder so eine Sniper wäre halt nochmal schöner. Aber bei der Pistole bleibe ich, glaube ich, weil die Pistole ist echt gut. So mit der Pistole kann ich glaube ich, gerade aktuell am besten umgehen. Oh, wer wird hier getötet? Ach, natürlich gibt es ja nur Scheiße. Wobei, warte mal, Sturmgewehr, Digga, eine Scar nehme ich, Digga. Gib mal dick.
Geht mal dick auf Panamera GT3 RS Basis, Bruder. So, Sniper Muni nehme ich auch noch mal mit. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Aber jetzt kommt halt auch die Zone, ne? Das Problem ist, ich glaube, ich komme von da oben nicht mit einer Seilrutsche wieder weg, ne? Doch, komme ich. Gut. Oio. Oio. Why do you shoot me? Na, schau ihn dir an da. Schau ihn dir an. Denkt auch, ich sehe ihn nicht, ne? Denkt auch, ich sehe ihn nicht, ne? Hoffmann nicht, mein Jung. Hoffmann nicht. Ja, doch nicht. Ui. Jungs. Chillt eure nicht vorhandenen Eier oder so. Was weiß ich. Aber chillt mal, Jungs. Warte mal. Waren nicht vorhin noch irgendwie 22, 21 Leute am Leben? Das Leben einfach mit Mann nur noch 11, 10. Ey, der ist genau über mir, ne? Ich seh's doch eh schon, ich werde doch jetzt eh sterben. Okay, wenn auch immer er jetzt anschießt. Also, I mean, ich könnte halt versuchen wegzukommen, ne, aber... Aber ich versuche nicht mal wegzukommen. Ich versuche denn, da jetzt so ein bisschen wegzustauben. Ja, okay, Jungs, okay, tamam, sorry, Jungs, chill, tamam, okay, sorry, ich hab nichts gesagt, ne, sorry. Hey, yo, Bruder, bitte, haben die mich, egal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles Wichtige verlinkt. So wie der neue Discord-Server. Also was heißt der neue Discord-Server? Es ist einfach neue Channels, neue Kategorien, neue Rollen und halt neuer Link. Ne, ganz simpel. Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video oder beim nächsten Stream wieder. Haut rein, bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold. His love.